Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu einer wirklich ganz besonderen Veranstaltung. Dass diese Veranstaltung besonders ist, sieht man allein daran, draußen ist der heißeste Tag und Sie sitzen im kühlen Kino. Das kann ich nur befürworten. Das ist der beste Ort, sage ich immer, bei solchen Temperaturen. Und noch dazu, wenn wir wirklich eine so seltene Gelegenheit haben, einen Kultfilm wieder zu entdecken auf der großen Leinwand. Selbst eine der Darstellerinnen ist ja heute hier, Katrin Buchmann, dafür schon mal einen Applaus. Danke, dass Sie da sind. Sie hat mir vorhin erzählt, sie hat ihn das letzte Mal 1980 im Kino gesehen. Insofern ist es wirklich was Besonderes. Ihnen als Fans vielleicht dieses Films wird es ganz ähnlich gehen. Ich sag vielleicht mal vorneweg noch was zum Filmmuseum, wo Sie hier sind. Also allein in diesem Kino, das ist so ein bisschen das Zentrum dieses Hauses. Wenn Sie auf deren Plätzen nach vorne gucken, da gibt es eine goldene Plakette. Das heißt, jeder Sitz, auf dem Sie sitzen, ist einer Person der Filmgeschichte gewidmet. All das zeigt schon ein bisschen, in welche Richtung es bei uns geht. Wir versuchen Filmerbe und Filmgeschichte zu vermitteln und zu erhalten. Dementsprechend sind wir sehr, sehr froh und glücklich, dass wir eben diesen Film mit dieser wunderbaren Kopie eben heute auch hier spielen dürfen. Ja, dieser Film wurde und diese Veranstaltung wurde auch in der Zeitschrift Automotor Sport angekündigt. Das haben wir tatsächlich auch sehr selten vom Deutschen Filmmuseum. Wir sind normalerweise eher in den Filmzeitschriften unterwegs. Wenn Sie sich dafür interessieren und vielleicht noch länger da sind in Frankfurt, wir haben drei Stockwerke mit Ausstellungen, wo es um die Vor- und Frühgeschichte des Films geht. Dann geht es um die Moderne. Da steht zum Beispiel das Original Alien-Kostüm aus Ridley Scotts Film. Da steht ein Original Oscar. Da steht die Blechtrommel von Volker Schlön. Und so weiter. Und Sie können vieles interaktiv ausprobieren. Und im dritten Stock haben wir die Sonderausstellung über die Macher von Wallace and Gromit und Shaun das Schaf. Also auch das lohnt sich, wenn Sie mit der ganzen Familie hier sind. Ja, aber genug der Eigenwerbung. Wir sind hier wegen Carnapping. Und dass das möglich ist, das ist einigen Personen zu verdanken. Die Hauptperson erzähle ich am Schluss. Als erstes möchte ich nochmal herzlichen Dank sagen, Lothar Krischer, der Produzent, ist heute hier. Er steht gerade oben. Auch nochmal ein Applaus. Toll, dass das alles möglich ist. Danken möchten wir dem Hessischen Rundfunk, die in ihren Archiven gekramt haben und diese 35mm Kopie dort wiedergefunden haben. Sie wurde wohl nicht so oft gebraucht in der Vergangenheit. Die ist ein echter Oldtimer, kann man sagen, um in der Autosprache zu bleiben. Die ist aus dem Jahr 1980 und das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar wie mit Schallplatten oder eben Automobilen. Die gewinnen eigentlich mit den Jahren, weil die leben dann tatsächlich viel, viel mehr. Sie werden sich, wenn sie nur HD gewohnt sind, vielleicht ein bisschen an den Farben stören. Die haben sich ein klein wenig verändert, aber nicht viel. Sonst hätten wir sie Ihnen nicht vorgeführt. Aber Sie werden merken, was ich damit meine, wenn wir dann den Film gleich auf der Leinwand sehen werden. Und ja, besonderen Dank gilt natürlich auch unseren beiden Autobesitzern. Wir haben zwei Autos vor der Tür, die zu diesem Film passen wie die Faust aufs Auge. Das eine ist ein originalgetreuer Nachbau des Turbo-Targas in Regenbogenfarben. Das andere ist der Neubau des Cabrios. Ich danke Dr. Mellmann und Elmar Schneider. Toll, dass Sie das möglich gemacht haben. Vielen Dank. Auch dafür ein Applaus. Und Herrn Calais, dass er das Nummernschild des originalen Fahrzeugs mitgebracht hat. Auch das ist ganz großartig. Dankeschön. Wir haben also alle versammelt. Ja, aber dieser Abend wäre tatsächlich nicht möglich gewesen ohne das Engagement eines Mannes, der sich sehr für diesen Film eingesetzt hat, der auch die Autowelt in der Vergangenheit schon mehrfach beeindruckt hat. Sie wissen das wahrscheinlich. Nachzulesen ist das in der schönen Biografie von Dr. Gerold Lingenau von der FAZ. Das ist eine Autobiografie, aber mit Bindestrich, wie er im Vorwort schreibt. Es ist ein Bildband mit wunderbaren Bildern, mit ganz spannenden Geschichten. Da werden wir einiges drüber erfahren. Sie können das auch nachher noch an der Kasse natürlich erwerben und unser Gast des heutigen Abends wird das natürlich dann auf Wunsch auch signieren. Warum in Frankfurt? Warum passt das so gut? In Frankfurt hat er seine Autos entworfen, entwickelt, gebaut. Zwei davon sehen wir in Carnapping, den legendären Turbo-Targa und in zwei Regenbogenfarben natürlich und den weißen CW 311 mit den Flügeltüren. Im Frankfurter Sandweg hat alles für ihn angefangen. Bitte begrüßen Sie mit mir den Autokulturier Rainer Buchmann. Applaus.
Jacket doch mitbringen sollen. Ja, ist Ihnen kalt? Nö. Nein, ich glaube, es ist ganz angenehm. Aber vielleicht zu dieser Bezeichnung, Autocouturier. Das ist, haben Sie mir im Vorfeld verraten, ist eigentlich die Lieblingsbezeichnung für das, was Sie tun und getan haben. Was bedeutet das denn eigentlich? Ist das Designer, Entwickler oder hat das was mit Mode zu tun? Es ist eigentlich eine Bezeichnung für Maßschneider. Und das passt eigentlich am Leben für mich am besten, denn ich bin hier in Sachsenhausen groß geworden. Sie haben hier rechts vom Museum die Schweizer Straße, führt auf den Schweizer Platz und 100 Meter weiter links war mein Elternhaus in der Oppenheimer Landstraße. Mein Vater war Maßschneider, allerdings für Damenkleidung. Er hatte ein tolles Atelier mit 20, 25 Leuten und war weit auch über Frankfurt hinaus dafür bekannt. Und insofern führe ich bei mir das auch zurück. Ich habe eine Maßschneiderei für individuelle Autos aufgemacht. Und auf Französisch heißt das Autocouturier. Und das deutsche Wort hat mich immer etwas gestört, was dann von Automotorsport geprägt wurde. Autoveredler. Das heißt, für mich sowas, wer nur goldene Türen oder Knöpfe an etwas macht, der veredelt etwas. Aber wir sind ja weit mehr in die Individualisierung gegangen. Wir haben Technologie entwickelt, das habe ich Ihnen vorhin oben ja schon gesagt. Wir hatten das erste Computersystem, die erste Infrarot-Fernbedienung, das erste Abstandsgerät. Das alles wäre ohne einen Mitarbeiter, den Herrn Peter Roggendorf, der liebend gern heute dabei gewesen wäre, auch nicht möglich gewesen. Diese Technologie habe ich mit ihm zusammen entwickelt. Er hatte das Know-how, weil er eine Elektronikabteilung im Max-Planck-Institut führte. Und das ist das, sagen wir, Forschungsinstitut in Deutschland, das 2-3 Jahre früher seine Ausrüstung aus USA bekommt als die Automobilindustrie. Und ich habe mit ihm zusammen diese Vorsprünge, die zeitlichen, genutzt, um solche Technologie vorzustellen. Aber das war jetzt schon ein bisschen weit ausgeholt. Ganz wunderbar. Vom Maßschneider schon ein Stückchen weg. Aber eigentlich ist es die Individualisierung von Serienautos. Und wenn Porsche 1975 den Turbo rausgebracht hat mit der Fuchsfelge, dann war ich Cabrio-Fan und habe gesagt, aber ich möchte lieber einen Targa, aber ich möchte nicht auf diese Motorisierung verzichten. Also habe ich die beiden Sachen zusammengebracht und das war weitaus komplexer und komplizierter, als man sich heute vorstellt. Es war nicht ein Aggregat da aus und da eingebaut, sondern man musste das ganze Chassis neu verstärken. Man musste in die Schwelle aufmachen, Verstärkungen einschweißen. Man musste die Schwingen vom Turbo haben und die Bremsanlage. Die ganze Elektrik musste neu verkabelt werden. Also es war ein hochkomplexes Ding, denn der Turbomotor hatte schon eine andere Ansteuerung als der 911-Motor vorher. Also das sind dann schon technologische Hürden gewesen, die sonst keiner auch konnte. Nur wenn man ein solches Team hatte, konnte man solche Dinge ausführen. Und Porsche selbst hat der Presse gegenüber immer verneint, nein, ein Turbo-Targa kann es nicht geben, weil die Festigkeit nicht erreicht werden kann. Automotorsport hat den Wagen am Hockenheimring getestet und das Ergebnis, das haben ja viele, was ich heute gehört habe, auch dieses Heft noch heute, war, der Wagen hat genau dieselbe Festigkeit wie das geschlossene Coupé. Und das war sozusagen der Ritterschlag von Automotorsport für das, was wir damals gemacht haben. Und dann kamen eben die entsprechenden Veröffentlichungen aus USA, England, Japan. Und wir haben dann dieses weltweite Echo aufgrund dieser auch ständigen Überprüfung unserer Qualität auch bekommen. Aber da gab es natürlich noch einen weiteren Grund und den sehen wir ja hinter uns auch. Das sind diese Regenbogenfarben. Können Sie uns erzählen, wie es eigentlich dazu kam, dass diese Farben auf Ihre Autos kamen? Gut, natürlich gehörte ein internationaler Kundenkreis schon sehr früh zu meinen Klienten. Und da war ein Freund von mir, der war von Polaroid. Und zwar Polaroid Europa war in Amsterdam angesiedelt. Und da er immer wieder zu mir kam, um sich seine vorhandenen Autos umbauen zu lassen, hat er gesagt, du, wir brauchen für die Fotokina ein Auto, was es sonst auch nicht gibt in Einzelstücken. Und da habe ich gesagt, ja, hier Turbo Targa gibt es sonst nicht. Aber er sagte, ich nehme das nur, wenn unsere Farbstreifen draufkommen.
Ich war nicht so ganz glücklich damit, aber Polaroid, ja. von Polaroid. War nicht so ganz glücklich, aber ich habe gesagt, okay, dann mache ich es in Tape. Und dann hat, was ich Ihnen vorhin vorgestellt habe, die Firma Klenk mir das geklebt. Und wir haben das da hingestellt. Und für Polaroid war das Ziel, die haben eine Sofortbildkamera. Viele werden sich noch erinnern, es gab von Polaroid die besten Sofortbildkameras und die besten Bilder als Sofortbild. Aber an der Fotokina haben sie eine Sofortbildkamera vorgestellt, die ein Bild von 1 Meter mal 1 Meter machte. Es war ein Riesenmonster. Das war eben, heute ist es möglichst mit Druck sowas zu machen, damals ein Riesenaufwand. Und weil das so einmalig war, ist der Bundespräsident Scheel eingestiegen und dann wurde das Auto durch die deutsche Presseagentur so bekannt in Deutschland, dass dann die Weltpresse mitgespielt hat und das auch brachte. Jetzt stehen heute zwei Fahrzeuge vor der Tür hier bei uns. Das Originalauto, was wir im Film sehen, das ist es aber nicht. Können Sie uns sagen, welche zwei Autos das jetzt sind und was die mit Ihnen zu tun haben? Das Originalauto, da haben wir ja die Originalgeschichte von dem Helmut Kalle gehört vorhin. Der sitzt ja heute unter uns und wollte es sich nicht nehmen lassen, heute dabei zu sein. Er kam extra aus Düsseldorf. Der hat das Originalauto und da draußen steht eine originalgetreue Kopie. Erinnert mich so etwas, wie es in Filmen ist. Da wird auch für den James Bond ein Auto gebaut und eins in Reserve, falls es irgendwas passiert und ein Ding muss nachgedreht werden. Das war der Grund. Das war nicht der Grund, Okay. sondern so gibt es hier eine Doublette. Aber diese Doublette ist erst in den 90er Jahren entstanden und die hat der geschäftsführende Gesellschafter von der Otto Fuchs KG, also dem Fuchsfelgenhersteller, für sich erworben. Und das zweite ist ein Cabrio. Das zweite, jetzt haben wir einen Generationenwechsel. Der Elmar Schneider, ein wesentlich jüngerer Mann, also ich sage 15, 20 Jahre Differenz jünger als ich, der hat gesagt: Ich habe damals in meiner Jugend immer davon geträumt und das Regenbogenauto war immer meine Zielvorstellung. Und jetzt hat er jahrelang gesucht, bis er mich wieder gefunden hat, weil ich ja dazwischen sozusagen für die Öffentlichkeit nicht sichtbar gemacht. Ich habe mit meiner Frau zusammen strategisches Marketing für mittelständische Industrie gemacht, aber keine PR für mich selbst oder für die Autos. Und insofern war ich im Internet nicht sichtbar. Und als es dann wieder jetzt mit der Buchvorstellung anfing, hat er sich gleich gemeldet, darf ich mal vorbeikommen? Und dann hat er gesagt, ich sammle 996 Porsche. Machen Sie doch bitte mal ein, wie heute die Regenbogen auf so einem Auto aussehen. Und da habe ich ihm dieses Auto gemacht und er ist glücklich. Hat das, sagen wir, noch kaum gefahren bisher. Ich habe auch so das Gefühl, er möchte es fast gar nicht riskieren, das im Straßenverkehr allzu oft zu zeigen. Aber er ist sehr glücklich mit dem Auto und da muss ich sagen, es ist eine ganz andere Technologie, es hat eine ganz andere Innenausstattung, aber äußerlich stellt es die Modernisierung des Regenbogenwagens dar. Und dann ist ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher, Ende 2014, der Moonracer entstanden. Der Kunde ist auch aus Frankfurt, war immer im Sandweg, damals noch 15, 16 Jahre alt, hat gesagt, ich habe mir die Nasen platt gedrückt an den Autos. Es war die Bushaltestelle, mit der ich immer da ankam. Und jedes Mal, wenn ich mit dem Bus ankam, bin ich einmal über den Hof und habe Autos geguckt. Und dann hat er gesagt, jetzt damals konnte ich mir mit Ach und Krach einen gebrauchten Golf kaufen und musste mir die Zeichen selbst einsticken. Jetzt will ich mal, dass sie mir so ein Auto machen, wie sie es heute machen, aber es muss die Basis von dem Turbo Targa sein. Und da ist dieser Moonracer entstanden, der normalerweise in der Klassikstadt steht, im zweiten Geschoss, zurzeit aber wegen einer Vorführung bei Pirelli noch im Odenwald ist und übernächste Woche wahrscheinlich wieder zurückkommt. Ja, dann springen wir nochmal zurück, weil es gibt noch einen zweiten Protagonisten dieses Filmes sozusagen aus Ihrer Feder. Ich hoffe, das funktioniert. Ups, es funktioniert. Genau, wir sehen nämlich den CW311 hier mit Ihrer Frau vorne drauf. Wie ist dieses Auto entstanden? Das ist ja mit Flügeltüren und das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Auto für diesen Film, den wir gleich sehen werden. Das hatte jetzt mehrere Gründe.
wirkliche Autodieb hieß Harry König. Harry König wurde zum Autodieb. Er war eigentlich. Ja, ja. Da ist er. Das ist der Harry König, der Autodieb. Und der eigentlich wahre Autoenthusiast ist über den französischen Automobilsalon in Paris und hat bei Lamborghini einen Prototypen in Weiß gesehen. Den fand er so hinreißend, sagte, das Auto muss ich haben, egal wie. Und jetzt hat er überlegt, wie komme ich an das Auto? Und dann hat er kurzerhand sich einen weißen Monteursanzug besorgt, ein Reservekanister, ist dreist auf den Stand, sagt Kontrolle von der Messe wegen dem Benzintank und Batterie, geben Sie bitte den Schlüssel. Die haben ihm treu und brav den Schlüssel ausgehändigt, er ist mit dem Auto vor die Halle, hat Nummernschilder drauf gemacht, weg war er. Das war, sagen wir, die Dreistigkeit Nummer eins. Aber der Mut, den er dann hatte, war noch höher. Dann ist er mit seiner Freundin nach Kitzbühel gefahren und hat in Kitzbühel 14 Tage Urlaub gemacht mit dem Auto. Und hat ihn keiner erwischt, weil damals Interpol, die Verbindung zwischen den Ländern, die Meldung, das ging alles ja noch nicht weiter und Internet gab es noch nicht. Also hat ihn keiner damit behelligt. Das weiße Auto in dem Schnee ist halt nicht so sehr aufgefallen. So, und dann hat sich das Leben so weiterentwickelt. Aber deshalb, das sind jetzt Hintergrundstories, die wir, als wir ihn kennenlernten, gehört haben von ihm, die aber nicht verfilmt wurden. Jetzt kommen wir zum Film zurück und der Regisseur kam zu mir und hat gesagt, ich brauche ein Auto, von dem alle wissen, es gibt es nur einmal. Und das ist der CW311. Der sagt, es muss spektakulär sein, es darf es nur einmal geben. Und damit wurde praktisch der Diebstahl des damaligen Lamborghini nachgestellt, aber nicht die komplette Geschichte verfilmt. Genau, und dann sehen wir jetzt hier auch ein Bild, wo der gute Harry König dann aber auch tatsächlich mit am Set war. Also da ist er hier neben dem Regisseur des Films, Wigbert Wicker, und dem Hauptdarsteller Bernd Stephan. Da ist der Harry König. Was macht er denn um Gottes Willen an diesem Set bei diesem Dreh? Er war ja Berater des Regisseurs. Wer könnte es besser? Ja, er hat ja das Drehbuch mit beeinflusst und er hat sogar eine kleine Rolle in dem Film. Also wenn Sie genau Acht geben, als ein Gespräch auf der Terrasse des Carlton stattfindet, wird dem Hauptdarsteller das Auto geklaut und dann steht da so ein weißer Triumph und den fährt der tatsächliche Autodieb. Also wenn Sie jetzt nachher darauf achten, können Sie ihn auch einmal im Film kurz sehen. Jetzt frage ich mich natürlich auch, Sie haben viel mit eigenen Autos auch zu tun gehabt. Jetzt hat dieser gute Mann plötzlich auch bei Ihnen mal auf dem Hof gestanden. Verursacht das nicht Bauchschmerzen, wenn man plötzlich einen der gefürchtetsten Autoganoven der Welt dann plötzlich in seiner näheren Umgebung hat? Also aus meiner Sicht war er damals schon als geheilt entlassen. Er hat gesagt, ich war das erste Opfer der EU. Ständig musste ich von einem Land ins andere und meine Strafe absitzen. Er wurde, wie er dann erzählt hat, das ist ja im Film auch nicht drin, mit Interpol in Brüssel mit einem Riesenaufwand von Polizei und Maschinenpistolen gefasst. Und dann in Frankreich für den Klau der 40 Porsche bestraft. Dann wurde er nach Österreich ausgeliefert wegen Schloss Fuschel. Und dann wurde er nach Deutschland ausgeliefert. Und erst wie er die Reihe zu Ende hatte, konnte er ins normale Leben zurück und hat dann ein Antiquitätengeschäft in München aufgemacht, soweit ich weiß. Und der Herr Grischer, der kann nachher noch mal was darüber sagen, nach der Vorstellung. Genau. Er kennt ihn heute noch und kann einiges darüber auch noch sagen. Eine letzte Sache, bevor wir wirklich nun mit dem Film dann gleich starten wollen, möchte ich natürlich aber trotzdem noch ansprechen, denn Sie haben auch was zu tun mit diesen 40 Porsche, die Sie da angesprochen haben. Sie haben es möglich gemacht, dass dieser Film nicht von der Firma Porsche, sondern anderweitig an diese Fahrzeuge gekommen ist. Ja, das war auch wieder die Geschichte, dass der Regisseur sagte, können Sie mir helfen, ich brauche die 40 Porsche in Paris und Porsche macht nicht mit. Neuwertig. Ja, es müssen aktuelle, neuwertige Porsche sein. Und da hat er gesagt, Porsche hat Angst, mit einem Diebstahl identifiziert zu werden.
Und deshalb können sie das nicht mitmachen. Und da habe ich gesagt, na, das ist kein Problem, wir kriegen die Feds zusammen. Habe es einmal mit Automotorsport besprochen. Die haben das gesagt, Porsche-Fahrer gesucht. Ich habe eigentlich schon genug in meinem eigenen Kundenkreis gehabt, aber das waren meistens schon wieder modifizierte, umgebaute und nicht die serienmäßigen. Und deshalb habe ich nochmal den Weg über Automotorsport gemacht. Gleichzeitig war das nochmal PR für meine Firma, also ein doppelter Gewinn. Und es haben sich 400 bis 600 Leute gemeldet. Es war unglaublich, was wir da sortieren mussten, aber auch, sagen wir, mit welchen Angeboten, halbnackte Männer, nicht Frauen, so mit so knapper Badehose und einem Pudel am Arm. Ja, war Mode aber, damals, wird gesagt. Aber trotzdem hat er mich damit nicht überzeugen können. Ja, aber dann ist es tatsächlich passiert und Sie sind mit 40 Porsches über den Champs-Élysées gebrettert und Sie waren dabei. Ja, klar. Wie war das? Als erstes wollte ich mal den Hauptdarsteller kennen und da etwas einführen, wie man mit einem Porsche Turbo umgeht. Ich muss dazu sagen, die heute vielleicht einen Turbo fahren, es geht so gleichmäßig sanft wie in der Wiege. Damals war es so, man gibt Gas, passiert nichts, man gibt nochmal Gas, passiert nichts und dann kommt ein Schlag, den man im Kreuz kriegt und ist weggeschossen. Und der erste Gang, der geht ja bis fast 90, der zweite bis 150, der dritte bis 210 und dann kommt erst der vierte Gang. Und da habe ich gesagt, ja, soll ich es Ihnen nicht mal hier, nein, ich habe kein Problem, ich gehe hin. Ich sage nochmal, ich zeige es Ihnen gerne mal und mache es Ihnen vor und ich setze mit. Nein, ich kriege das alles hin. Steigt ein, fährt los, dann kommt der Schub und er rast mit 90 in Bordstein so hoch und die Schwinge ist krumm und das Vorderachse ist krumm. Also es war schon mal am ersten Tag des Trainings. Ich hatte vorsichtshalber schon mal zwei Mechaniker mitgenommen nach Paris. Sehr gut. Aber sagen wir, da sieht man einmal, wenn einer ungewohnt mit so einem Auto umging, das war einfach damals gefährlich. Da sind auch unheimlich viele Leute rausgeflogen aus den Kurven, wenn die Gas gegeben haben. Es war ein bisschen feucht oder Sand und dann kam der Turbo-Einsatz und zack, waren sie weg. Und wie war das damit zu fahren? Also Sie haben sich ja Leute immer wieder reindrängeln wollen, haben Sie mir mal erzählt. Ja, und dann war es so, wir haben ja, der Roland Klinge kann nachher beim danach nochmal erzählen, er war ja dabei. Es wollten noch zwei weitere kommen, auch ein ehemaliger Porsche-Mitarbeiter wollte heute noch kommen, aber der muss Reifentests machen. Was heißt ehemalig? Der ist ja noch. Also wir haben noch 5, 6 Leute, die damals mit dabei waren. Wir mussten nachts um 3 da zigmal Champs-Élysées hoch und runter. Es war, muss ich sagen, extrem risikoreich, weil die ganze Sache war nicht angemeldet und mit der Polizei abgesprochen. Das heißt, beim ersten Mal sind wir gefahren. Als die Hälfte der Porsche durch war, ist die Ampel auf Rot. Wir haben treu und brav gehalten, wie wir es von Deutschland gewohnt sind. Beim zweiten Dreh hat dann der Regisseur gesagt, fahrt einfach weiter. Wir sind also beim zweiten Mal, hatten die rechts grün, wollten losfahren und es kam immer noch ein Porsche, noch einer. Die haben die Welt nicht mehr verstanden. Das war die rechte Seite. Aber von links kamen immer einige Jungs, die da nachts in ihren Wagen unterwegs sind und haben versucht, irgendwo mit ihren Renaults, Peugeots oder sowas in die Phalanx der Porsche mal reinzukommen, um mittendrin zu sein. Und dann haben sie immer geguckt, wo und wo noch Platz ist. Und wir haben immer enger gemacht. Und einer von denen, wenn man vom Triumphbogen Champs-Élysées runterfährt, am Ende ist der Place La Concorde und da muss man scharf rechts abbiegen. Und der hat immer geguckt. Wir sind alle rechts abgebogen, der fährt geradeaus. So ein Betonklotz und hat sofort Kühlerschaden und das halbe Auto kaputt. Trotzdem ein Erlebnis, von dem man noch lange gezehrt hat wahrscheinlich. Wir schauen uns das jetzt an, wie das im Film aussah und noch immer aussieht. Und nachher bleiben Sie unbedingt sitzen, denn dann wird auch noch Lothar Krischer zu uns kommen und dann können Sie auch noch Fragen stellen. Also wir sagen jetzt an dieser Stelle ganz viel Vergnügen mit Carnapping, bestellt, geklaut, geliefert und Dankeschön nochmal, Rainer Buchmann. Bis nachher. Danke. Ja,
Was für ein Film, was für ein Erlebnis, den wiedersehen zu können auf der großen Leinwand. Wie ging es Ihnen denn? 36 Jahre ist das her und wie ich jetzt gerade selbst zufällig gemerkt habe, die Party im Rosenau-Palais, 25. August, das ist heute. Ja. Gutes Timing. Ja. Wie war das denn jetzt? Also ich finde zum Beispiel diesen Moment, wenn da die Motoren, wenn alles ist still bei diesem Benninger und dann gehen die Scheinwerfer an und die Motoren an, das ist wirklich ein Moment, der Filmgeschichte geschrieben hat. Wie war das denn für Sie in Ihrer Erinnerung und wie, als Sie es jetzt wieder gesehen haben, Herr Krischer? Ja, das ist sehr wirkungsvoll und das hat mir gut gefallen. Die ganzen Begleitumstände waren manchmal nicht einfach. Ja, aber das gehört beim Film dazu, das ist normal. Und wir haben ja hier Gott sei Dank nur herausragende internationale Leute gehabt, ohne Allüren. Ja? Mm. Zum Beispiel Adolfo Celi am Schluss, einer der ganz Großen. Der Polizeipräsident von Sizilien. Ein Bond-Darsteller, ne? Genau. Leider eben auch schon verstorben. Also sind schon viele Schauspieler hier aus dem Film verstorben. Ne? Das ist auch für mich eine gewisse schmerzliche Sache. Mhm. Ich habe mir den Film jetzt nicht angeguckt, weil der Film für mich schon Vergangenheit ist. Das ist so, ich kann das nicht. Ich habe nur gehorcht, wann ihr lacht. Dann wusste ich, wann ich reinkommen kann. Haben wir genug gelacht? Ja. Sehr gut. Ja, und vor allen Dingen an den richtigen Stellen, danke. Das haben Sie von draußen gemerkt. Die Rallye auf der Champs-Élysées, Herr Buchmann hat es vorhin angesprochen. Ja, ja. War das wirklich ohne Drehgenehmigung? Wie haben Sie das angestellt? Nein. Es gibt eine Drehgenehmigung, aber die kam sehr, sehr spät. Ne? Wir haben das sehr früh in der Nacht fast schon begonnen. Mhm. Zu arbeiten ohne Genehmigung. Das war riskant, denn die hätten uns ja per Polizei da abräumen können. Ja gut, wir sind ja teilweise bei Rot gefahren, roter Ampel. Die ersten 10, 20 Wagen kamen durch, dann war es rot und wir wurden dann aufgerufen, fahrt weiter, sonst geht der Dreh kaputt. Ja genau. Also es war riskant. Mein Herstellungsleiter, der Konzern in Thüren, hat heute noch in seinem Büro in goldenem Rahmen die Permission. Ja, das heißt, das ist selten für einen Filmemacher, auf dem Champs-Élysées drehen zu dürfen. Nahezu unmöglich. Fast unmöglich. Aber wir haben es gehabt. Ja, und das in der Nacht im kam Nachhinein. Das. Im Nachhinein. Ein bisschen Nachhinein, ja. Großartig. Wie war das denn aus Ihrer Sicht? Herr Buchmann hat es ja vorhin schon geschildert, wie das war, als dann diese Rallye da war mit diesen ganzen Porsches und sich die ganzen da reingedrängt haben. Wir haben vorhin schon gehört, auch oben, dass da eine Kamera dann zum Beispiel nicht funktioniert hat. Ja, plötzlich war alles gar nicht mehr so, wie man es geplant hatte. Diese Höhepunktszene auf dem Champs-Élysées, wie haben Sie die realisiert? Also wir haben mit 7 Kameras gedreht. Das ist schon ein hoher Aufwand. Absolut. Und das heißt ja normalerweise auch 7 Leute daneben oder manchmal auch 2 zwei Leute pro Kamera. Ja, und die High Speed haben wir auch drehen wollen, weil ich unbedingt Zeitlupe-Effekt haben wollte bei dem Umrunden des Arc de Triomphe. Und diese High Speed Kamera hat tatsächlich eben die Pflastersteine aufgenommen in Highspeed mit dem Ergebnis, ich bin im Schneideraum gesessen, als ich das sah. Ne? Das erlebt man ja nicht vor Ort, sondern wenn du die Muster anschaust, siehst du plötzlich, das Geld ist da so richtig durch die... durch das die war Lüste. Teuer damals. Das ist unverschämt, natürlich. Ja, gut. Also jeder Film hat so kleine die rauen Haare fördernden Ergebnisse. Ja. Wenn man Produzent ist, ganz genau. Dazu muss man aber sagen, dass das Drehbuch natürlich wirklich geniale Einfälle hat. Also da sind Dialogsätze drin, die sind großartig, manche können sie vielleicht sogar mitsprechen. Ich habe einen, als dieser CW311 vorkommt und dann fällt der Satz, Finger weg, das ist ein Einzelstück. Spricht da auch Rainer Buchmann eventuell? Ja gut, es war ja im Interesse des Regisseurs, der suchte ein Einzelstück, wusste der CW311 ist es, das sollte den Lamborghini darstellen, der von dem echten Dieb in Paris geklaut wurde. Ganz genau. Und jetzt heißt er auch noch Dr. Buchbinder. Ja, das hat er dann gesagt. Ich habe mir ein bisschen was einfallen lassen, um auch Sie ein bisschen reinzubringen. Wie hat Ihnen der Satz gefallen, das ist kein Auto für Leute mit einer schwachen Blase? Ja gut, da muss
muss ich sagen, kann ich zwei Sachen dazu zum Besten geben, die bisher auch noch nicht bekannt sind. Einmal bin ich mit meiner Frau nach Cannes gefahren in dem Auto. Mhm. Und ich muss sagen, es hat ja keine Klimaanlage. Mhm. Es war höllenheiß. Und bei den Dreharbeiten hatte ich dann den Designer, den Eberhard Schulz, der das Auto bewegt hat, der hat das Auto entworfen, das Design gemacht und der hat dann einen Kreislaufkollaps bekommen, weil es in dem Auto so heiß war. Oh mein Gott. Den mussten wir erstmal wiederbeleben. Mit offenen Flügeltüren. Ja, das hat Gott sei Dank das Filmteam nicht mitbekommen. Die hätten das direkt mitgefilmt. Ja. Ja, es ist ja auch schon spannend. Ne? Das ist ein Film, der ist 36 Jahre alt und irgendwas fasziniert uns bis heute daran. Also der funktioniert, obwohl er diesen Zeitgeist hat. Also allein diese Schnauzbärte sind natürlich etwas, was man heute nicht mehr so leicht findet. Ja. Aber es ist so eine spannende Welt, der Reichen und Schönen. Und dann gibt es da einen, der sich dagegen auflehnt. Ist es das oder was ist für Sie das Geheimnis an diesem Film? Ja, das Geheimnis ist, dass wir Sympathieträger als Diebe haben. Mhm. Ja? Denn die tun ja letztendlich nicht weh. Die nehmen Luxuskarossen, können die schneller liefern als die Herstellerfirmen, ja, weil sie wissen, wo sie stehen, ja, mit dem Ergebnis, die sind ja ohnehin schon von der Steuer abgesetzt. Ja. Mhm. Das heißt, sie schaden kaum. Mhm. Und das mit einem Charme, ich muss gestehen, den höchsten Charme habe ich erlebt bei dem Harry König persönlich. Echt? Ja. Das war ein Charmebolzen. Wieso? Der war sehr charmant. Ja, so ist es, ja. Er hat auch eine arabisch aussehende Freundin dabei gehabt während des ganzen Drehs. Eine Brasilianerin war das. Brasilianerin, ja. Okay. Ja. Aber, das Entscheidendere wäre, was für ein Auto hat er dabei gehabt? Nee, oder an welchem Tag? Das wäre entscheidend. Okay. Also so bin ich dann nicht weiter vorgedrungen. Ja. Was macht er denn heute eigentlich? Ich weiß, dass er immer regelmäßig zum Geburtstag anruft. Er rief diesmal aus Leipzig an. Mhm. Aber ich möchte nicht darüber sprechen, was er da tut. Ja. Denn ich wünsche ihm Glück, richtig nur viel Glück und keine Gitterstäbe mehr. Ja, das wünschen wir ihm alle. Ja, so ist es. Nein, für diesen Film. Ich finde auch ganz, ganz wirksam ist bei diesem Film die Musik. Die ist grandios. Also die erzeugt eben auch so eine ganz besondere Stimmung. Ja. Und das ist vielleicht auch vor dem Hintergrund interessant. Sie haben gesagt, es sind viele verstorben. Im Februar ist der Musiker verstorben, Sam Spence. Sam, ja. Und der ist dann auch bekannt geworden durch so einen Francis Durbridge-Dreiteiler, ja, wie ein Blitz, 73. Ich weiß, ja. Und dann haben sie ihn für diesen Film gewinnen können. Ansonsten war das in den USA eine ganz große Nummer eigentlich. Ja, Sam lebt aber in München. Ich hatte einen Cutter, einen amerikanischen Cutter, der auch Nachbar von mir war. Mhm. Und so haben wir uns kennengelernt. Nicht? Mhm. Und jetzt, wenn ich kommerziell da vorangehe, würde ich heute die Musik ganz anders machen. Nicht? Mhm. Denn damals war es noch nicht möglich, dass die Filmmusik unmittelbar auch Schallplatte wurde. Mhm. Ja? Heute ist es so. Das heißt, Filmmusik wird immer auch gleichzeitig auf Acryl oder sonst was veröffentlicht. Ja, das konnte diese Musik nicht werden. Die war nicht so. Sie hat dem Film geholfen, ja. Sie hat was Unverwechselbares und sie hat was Liebevolles. Und ich glaube, das hilft dann eben auch nochmal, diesen Geist dieses Films dann rüberzutragen. Sie sehen, dass da die Geschmäcker verschieden sind. Ja, nicht daran, wie ich antworte, ja, ja. Sondern ich bin ja auch älter geworden. Ich würde das heute nicht mehr so machen. Mhm. Ja, ganz einfach. Klar. Heute gibt es andere, also der Film ist für mich auch tatsächlich ein erfreulicherweise Kultobjekt geworden, aber das bin ich, es ist nicht mein Verdienst, sondern das ist die Reaktion des Publikums und die ist uneinschätzbar. Na klar. Man weiß es nicht. Es ist ja auch ein Zeitdokument irgendwie, weil das wäre ja heute unvorstellbar, dass eine Bande so vorgehen kann. Also heute haben wir ja technische Möglichkeiten, das nachzuverfolgen. Ja. Was hat sich, also oder irre ich mich da? Wäre das noch möglich heute? Nein, heute ist, das ist ja jetzt schon ein Panoptikum, der Irrealität, ja? Ja. Das ist ja heute ein anderes Leben. Heute geht es nur noch, wenn man Autos stehlen will, die müssen im Fahren genommen werden. Und damit wird es brutal, unanständig oder sonst was, ja? Ich habe drei Bücher entwickelt, um Carjacking 2 zu produzieren. Ja? Carjacking. Nein, alles habe ich auch gehabt. Carjacking hieß einer, ja, oder heißt ein Stoff.
Der, aber gut, ich will da jetzt nicht in Einzelheiten. Das heißt, es lag aber nicht auf der Hand. Mhm. Ich habe das dann gelassen. Wenn ich das heute machen würde, wäre das nur in der brutalsten Action Art und Weise, und das möchte ich nicht. Sie sagten, das ist heute nicht mehr möglich. Es ist auch alleine schon unvorstellbar, dass sich ein Produzent überhaupt auf ein solches Projekt einlässt, wo im Grunde drinsteht, dass die besten und schönsten Autos der gesamten Welt alle in einem Film vorkommen. Ja, das ist... Was hat Sie da geritten, um da Ja zu sagen? Ja, mir hat das Leben von Harry König hat mich fasziniert, als ich ihn im Gefängnis erlebt habe und auch als ich ihn, er kam aus dem Gefängnis 7 Jahre und war ganz blass, da habe ich gesagt, komm, unsere Vertragsbesprechung, die machen wir unter der Höhlensonne oder wie heißt das? Im Solarium. Ja, im Solarium, danke. Und da haben wir uns gut verstanden mit dem Ergebnis. Wir waren nämlich sehr braun in Cannes dann. Ja, natürlich. Wir haben ihn ja auch gepflegt. Ja. Er also musste bei Laune gehalten werden. Die wichtigen Eckpositionen eines Films muss man immer gut pflegen. Ja, absolut. Und dazu zum Beispiel gehören Sie natürlich. Und auch Sie, bitte. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich für diese außergewöhnlich ideenreiche Veranstaltung hier. Ich bin fast gerührt, weil es doch ein Teil auch von mir ist, ne? Ich bin so ein bisschen betroffen, aber angenehm. Also ich muss sagen, ja. Ich wollte nur kurz sagen, ich habe ja diesen Garnabing-Film wirklich schon oft gesehen, aber jetzt länger nicht. Und zwischendurch bin ich richtig sentimental geworden. Also ich habe gedacht, was ist denn jetzt los wahrscheinlich? Bist du über eine gewisse Schwelle, dass du gleich anfängst zu heulen. Aber ich habe mich beherrscht. Aber wir finden es auch ganz großartig, dass Lothar Krischer eben heute auch da ist. Und das hat sich jetzt noch ja, gut ergeben. Ne? Mhm. Aber ja, ich gebe wieder das. Ja, Dankeschön. Ihr seid die Hauptakteure. Ja, man muss dazu sagen, wir haben uns ja die 30 Jahre, über 30 Jahre dazwischen nicht mehr gesehen. So ist es. Wahnsinn. Ja, ja. Heute wieder. Vor einer Woche. Vor einer Woche haben wir zum ersten Mal telefoniert wieder. So ist es, ja. Unglaublich. Ja, das ist schon... Das sind so Dinge, die aber das Leben ausmachen. Ja? Mhm. Das sind so Erfahrungen. Aber das verbindet ja auch für immer, oder? Ja, und wenn du jetzt sagst, am 25. ist das da gewesen, ja, das hat Bedeutung. Ja, nicht das war ganz zufällig. Ja, ja, genau. Wie Fischer so sagt. Wie frei und sehe das so. Ja gut, aber ich meine, wir haben ja heute Abend auch schon wieder erlebt, da ist eine Gruppe von 4 jungen Leuten da, die... Auto, Kultur und Kino zusammenbringen will und den Vorschlag gemacht hat, sowas in einem Autokino mit den Autos zusammen zu zeigen, mit den Autofans, die ihre Autos mitbringen können. Wo sind denn die 4? Stehen Sie mal auf. Ja. Das Autokino in Grevenbruch, ne? Genau. Ja, ja, prima. Die wollen also den nächsten Schritt organisieren. Super. Also das Ganze lebt weiter. Ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen über diese Top-Besetzung sprechen, weil allein aus dieser großartigen Geschichte haben Sie diese Leute gewinnen können. Adolfo Celi haben Sie schon gesagt, Michel Galabru, den kennt man aus den Louis de Funès-Filmen als Gendarme oftmals. Der Eddie Constantin war ein ganz, ganz großer, der dann hier in Wiesbaden seinen Lebensabend in der Villa verbracht hat, der Ivan Desny. Das sind alles Namen. Der hat übrigens in dem Jahr, als der Film rauskam, dann sogar das Filmband in Gold für sein Lebenswerk bekommen. Also das war schon etwas, man hatte es relativ leicht wahrscheinlich, diese Leute bei so einer Story zu überzeugen. Ja, das war natürlich ein kaufmännisches oder kalkulatorisches Thema, weil üblich ist es, dass der ausländische Hauptdarsteller sein Territorium, sprich jetzt mal Italien oder Frankreich, das vergibt man dann an einen Co-Partner. So ist auch ein Teil der Finanzierung zustande gekommen. Mhm. Ja. Und es war der Geschichte entsprechend eine europäische Sache. Absolut. Ja, das war reizvoll. Und ja, und außerdem ist es viel, viel leichter, mit wirklichen guten Könnern zu arbeiten. Hm. Ja, und da waren gute dabei. Ja. Und auch Naturtalente, ja, dieser kleine Italiener oder so. Ja. Der Drucker. Ja, der Drucker natürlich. Meine Lieblingsfigur, muss ich ehrlich sagen. Jeder hat ja so eine Lieblingsfigur in diesem Film. Ja, aber schauen Sie, da gibt es ja auch eben Figuren, die nicht so erfreulich waren. Beispiel, mein Regisseur, ich habe ihn dann hinterher nur noch Oberspielleiter genannt, weil Regisseur gehört eine gewisse Talenthaftigkeit zum Oberspielleiter Beamtentum. Ne? Ja? Der bestand darauf,
Er wollte ein Monteverdi. Ich wusste gar nicht, dass es ein Auto gibt, das Monteverdi heißt. Ja? Und ich habe mein Team Monteverdi suchen lassen. Der Konstantin Thüren, der Herstellungsleiter, ist sogar in die Schweiz, glaube ich, war es, gefahren in die Schweiz, hat den alten Greisen Monteverdi persönlich aufgesucht. Und es ist abgelehnt worden, dass der von ihm ein Auto zur Verfügung gestellt bekommt. Und das Auto übrigens, was da hinterher die Alpenstraße hochfährt, ist der Monteverdi. Ja, Sierra steht sogar noch hinten drauf. Das hätte auch nicht. Also ich habe. Es gab nur drei wirklich, ne? Ja, und zwar fahrbare. Ergebnis, es war höllisch schwer. Wir waren verzweifelt. Dann hatte der Regisseur die Angewohnheit, einen auch unter Druck zu setzen, was ich gar nicht mochte. Er hatte Geburtstag und ich schenkte ihm einen Monteverdi mit Mittelloch. Schallplatte. Ja. Und das fand er gar nicht fair. Ich habe ihn in die Marienvespa von Monteverdi gesehen. Er hätte eigentlich als Humanist oder Freudensprünge machen müssen, aber nein, er wollte seinen Monteverdi und er hat ihn bekommen. Mhm. Ja, ich war so weit zu sagen, komm, wir machen den Monteverdi-Schriftzug in Gold, wir lassen es gießen und kleben das an Fiat. Ja, ja, hätte er uns auch abgenommen, denn er kannte auch keinen Monteverdi. Großartig. Also das sind so die Geschichten, da sollte man besser nicht drüber reden. Ja, die sieht man auch nicht im Film, aber die machen einem graue Haare. Wir reden darüber. Sie sagten auch internationale Produktion, europäische Produktion, was vielleicht auch nicht jeder weiß, gedreht wurde auf Englisch. Ja. Das war eine internationale Produktion, dann wurde hinterher synchronisiert. Richtig. Und das habe ich mich gefragt, der Hauptdarsteller, der Bernd Stephan, der ist eigentlich ein ganz berühmter Synchronsprecher gewesen. Der hat unter anderem John Cleese bei Monty Python und Christopher Reeve synchronisiert. Ja. Aber hier wird er synchronisiert von Norbert Langer, der wiederum die Stimme von Tom Selleck in Magnum zum Beispiel war. Oder von Burt Reynolds generell. Ja, das sind Entscheidungen, die haben sich so ergeben. Das lag aber auch zwischen dem Regisseur und dem Bernd, dass er sich in Deutsch nicht gesprochen hat. Ganz einfach, das sind manchmal schwere Entscheidungen auch. Mhm. Ich hätte sie anders treffen wollen, aber es hat sich so ergeben. Wie fand er das eigentlich? Also, weil das stelle ich mir auch nochmal so besonders verletzend. Vor. Ja, verletzend. Verletzend, ja, ohne Zweifel. Ich habe allerdings auch schon untalentierte Schauspielerinnen, die sich unbedingt selbst in Deutsch sprechen wollten, aufgrund ihrer Verträge eines Besseren belehrt. Was ich frei war. Das ist ja auch manchmal wichtig, wenn sich jemand sprachlich erweist als nicht dynamisch genug oder so, dass man dann synchronisiert. Wir haben übrigens insgesamt drei Sprachfassungen, also Deutsch, Französisch und Englisch. Mhm. Und es gab noch eine spanische. Die steht mir aber nicht mehr zur Verfügung im Augenblick. Aber die anderen drei haben Sie noch? Ja. Super. Ja, das heißt, also ich plane jetzt eine HD-Version zu entwickeln und dann natürlich auch in diesen entsprechenden Sprachgebieten wieder neu zu veröffentlichen. Großartig. Und zwar ist das Konzept mit der Gruppe der Freunde dort aus dem Autokino-Bereich, dass wir quasi mit der HD-Fassung eine Zweitpremiere machen. Toll. Ja, das wäre so das angedachte Konzept. Dann hoffentlich auch mit Bernd Stephan, der Hauptdarsteller. Ja. Der hat ja eine interessante Vorgeschichte. A, ist er auch Hesse, er kommt aus Marburg. Und B, was ich wirklich lustig fand, der war Mitglied der Salzburger Festspiele als Schauspieler und ist jetzt hier quasi dabei, die ganzen Salzburger auszurauben. Aber er war doch vorher in der Lach- und Schießgesellschaft. Genau, das war er auch. In München war er in dem Ensemble. Ja. Da habe ich ihn auch kennengelernt. Mhm. Ja. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Ja. Er lebt jetzt in Hamburg und ist nicht mehr so viel im Geschäft. Ja, also sein größter Erfolg, habe ich gelesen, war die BR-Sendung Sag die Wahrheit, die er von 86 bis 92 moderiert hatte. Na gut, er war ja Ende 2014, als wir dieses Buch vorgestellt haben, war er in der Klassikstadt und hat den ganzen Abend die Moderation gemacht. Ach, und ich habe ihn vor 3 Monaten angerufen, für heute zu kommen. Mhm. Er wäre gern gekommen, aber er hat einen Vertrag auf einem Kreuzfahrtschiff. Auf der MS Europa. Ja, und deshalb ist er jetzt mit der MS Europa unterwegs. Aber bei einer nächsten Sache würde er wahrscheinlich gerne kommen. Seine Frau ist aus Frankfurt und hat hier Verwandtschaft.
Also es gibt Chancen in der Zukunft, nochmal was Neues hier auf die Beine zu stellen. Das ist ja schon mal ganz toll. Ich darf darauf hinweisen, dass ich Westfale bin. Sie sind Westfale? Jawohl. Das heißt, willkommen in Hessen. Ja, meine frühere Frau war Pfälzerin. Mhm. Und mit dem Namen Krischer ist man bei den Pfälzern ganz genau richtig. Ne? Absolut. Was ein Krischer. Ja, vielleicht bevor Sie auch gleich Fragen stellen können, unser Kollege von der Vorführer wird gleich noch rumgehen mit dem Mikrofon. Es gab eine Drehbuchfassung, die hieß Gauner wider Willen. Ja. Und wir fanden das ganz interessant. Es stand jetzt sogar auf den Rollen drauf, die wir bekommen haben. Ja, so ist es. Ist das relativ kurzfristig verändert worden, dieser Titel? Oder wie kam es zu Carnapping, bestellt, geklaut, geliefert? Ist ja auch ein sehr, sehr spannender Titel. Ja, ganz einfach. Also bei Gauner wider Willen hatten wir auch eine Unterzeile bestellt. Ach, die war schon. Aber ich hatte die Verhandlung mit der 20th Century Fox hier in Frankfurt, dem damaligen Präsidenten dort, dem Herrn Gattinger, einem sehr würdigen, filmerfahrenen Boss von Fox. Und wir haben über den Verleih und die Auswertung gesprochen, verhandelt, sind einig geworden. Und dann sagt er mir, ich habe da übrigens einen Titelvorschlag. Da sage ich so, dann lass es mal hören. Und dann sagt er, Carnapping. Da habe ich sofort mein Portemonnaie gezückt, eine Mark rausgeholt und ihm das gegeben. Da sage ich, den kaufe ich. Und seitdem darf ich den Titel verwenden, der ja auch sogar sprachprägend geworden ist. Ja. Im Duden stand es drin. Ja, und zum Beispiel Carjacking, was noch alles, gibt es dieses Sharing. Mhm. Ja, überall hätten wir uns beteiligen können, wenn wir es damals 1980 angemeldet hätten. Ja. Super. Also so entstehen Filmtitel manchmal. Ja, und üblicherweise bezahlt man die mit 20 Pfennig. Aber da das der Boss von der Fox war, habe ich ihm eine Mark gegeben. Verstehe. Ja, also wenn Sie die Chance ergreifen wollen, dann geben Sie uns ein kurzes Zeichen. Da ganz hinten geht es direkt los. Ja, hallo erstmal. Ich habe eine Frage. Ist es wirklich wahr, dass einer von den beiden Polizisten auf den Motorrädern in Frankreich ein hoher Polizeioffizier oder sogar der Polizeipräsident war, um diese Genehmigung, diese Drehgenehmigung zu bekommen? Oh, da muss ich gestehen, bin ich überfragt. Weiß ich nicht. Wenn, dann ist es das Verdienst meines Herstellungsleiters, dass er solche Tricks anwendet. Ja, denn er hat auf jeden Fall die Permission bekommen. Also was ich aus dem Bonusmaterial mal gehört hatte, war, dass ein französischer Schauspieler an Sie herangetreten sei oder ihn. An die Konzerte, ja. Genau, und dann eine kleine Rolle haben wollte und dann würde er Sie besorgen. Solche Geschichten schreibt er. Ja, also das ist tatsächlich Legendenbildung bei einem Kultfilm, durchaus nicht unüblich. Ja. Gibt es weitere Fragen oder auch Kommentare, wie er heute Ihnen gefallen hat? Das ist ja auch da die nächste. Ja, Frage des Rheinländers an den Westfalen, Herr Fischer. kleine Szene, wo der VW-Bus von Avis vor dem Porsche-Store ist und die Tür fällt runter. Ja. Plant oder nicht geplant? Ja, unbedingt geplant. Wie macht man das? Ja, sonst wäre es ja nicht komisch. Wie macht man das? Vor allen Dingen, da mussten noch 20 Leute mehr aussteigen. Das war mein Wunsch. Ja. Was über den Schnitt gelöst wurde. Also das musste so sein. Das wird präpariert. Was meinen Sie, was wir im Film für Stunts drehen? Ja? Da geht es um Kopf und Kragen. So sieht's aus. Ja? Und die Leute laufen immer noch rum. Sehr gut, Dankeschön. Was war die für Sie schwierigste Szene vielleicht in der Herstellung? Ja, die Frage ist neu für mich. Ich sehe nie Schwierigkeiten. Ja. Oder herausforderndste, also irgendwas, wo Sie sagten, wow, da musste ich mal wirklich zu allen Mitteln greifen? Ja, die Problematik mit meinem Regisseur. Mhm. Sonst hatte ich keine Probleme. Ja, weil, das ist leider Gottes, ich sag das einfach, wir haben so in Deutschland so eine Filmsubventionspolitik, dass die Filmförderungsanstalt Buch und Regie als Förderungsvoraussetzung mit in Verträgen gießt. Und jetzt wollte ich den Mann entlassen. Der hat nämlich zum Beispiel keine einzige Diebstahlszene gedreht. Ja? In 10 bis 12 Wochen, habe ich mal gehört, ne? Ja, und dann sagt er, ich war fassungslos, der Film ist ja noch nicht fertig, der geht doch gar nicht so. Sagt er, ja, ich drehe doch noch nach. Da sage ich, wer dreht nach? Mit Ihrem Geld.
Ja, ich hatte nie über Dreharbeiten nach den Dreharbeiten gesprochen, denn es kostet ja jeder Tag Geld. Ne? Und da sage ich, aber ich habe gemerkt, ohne Nachdreh geht es gar nicht. Da habe ich von ihm verlangt, er möge mir ein Storyboard-Konzept schreiben, hatte ihm 14 Tage Zeit gegeben, das zu entwickeln, damit ich sehen konnte, er hat verstanden, wo es fehlt. Und als er das Storyboard abgab, ich hatte noch einen Partner, den Dieter Geisler, haben wir gemeinschaftlich gesagt, um Gottes Willen. Ja, dann habe ich das alleine zu Ende gemacht. Mhm. Das hat zu einem Zerwürfnis geführt, das ist ja ganz normal. Mhm. Ja. Bis hin zu der, eben aufgrund der Abhängigkeit oder der Vermengung dieser Förderungssystematik, dass er mit seinem Namen verbunden bleiben musste, sonst hätte ich die Gelder, die ich da bekommen habe, zurückzahlen müssen. Hm. Also macht nur keine Filme, sage ich euch. Ja, bitte. Er hat danach noch einen Kultfilm gedreht, habe ich gelesen, Didi auf vollen Touren, Dieter Hallervorden, ein Kultfilm und ansonsten noch ein paar Fernsehfilme in den 90ern und dann wurde es relativ still um ihn. Ich will gar nichts Negatives sagen. Jeder Mensch, ich hatte zum Beispiel mal einen Regisseur, der war ein brillanter, zweimal mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichneter Mann. Ja? Mhm. Den habe ich engagiert, weil ich mal einen Kunstfilm machen wollte. Danach kam er übrigens, ja. Wollte ich Kunst machen. Mit dem Titel? Ich sag's nicht. Doch, ich kann es ja sagen. Ne? Mit dem Ergebnis, wir haben in der Tschechoslowakei gedreht, damals noch Eiserner Vorhang, mit dem Ergebnis, der Konstantin ruft mich an, Lothar, der dreht nicht. Da sage ich, was? Der dreht nicht? Warum nicht? Das ist ihm zu kalt. Ja, Goldene Palme ist besseres Wetter. Ja, da muss ich aber vorhin zu dem sagen, es gab Schwierigkeiten bei dem Film. Ja. Muss ich sagen, ich kann es von der Autoseite her immer noch mal beleuchten, weil wir ja mit den Autos unterwegs waren. Es hat sich nachher eine Gruppe von mehreren jungen Leuten, ich weiß nicht, 4, 5, 6 gebildet. Ja. Die hatte ich nicht annehmen können, weil wir für Paris schon ausgebucht waren. Ja. Die sind dann aber zu allen Drehorten hingekommen und haben uns sozusagen als eigene externe Mannschaft begleitet. Und wenn was gebraucht wurde, waren die hilfreich und haben alles mitgemacht. Hauptsache, sie durften dabei sein. Super, ja. Ersatzteile. Ja, die haben alles gemacht. Die hatten die Zeit offenbar auch. Ja. Aber die waren dann immer dabei, um nichts zu verpassen, was da alles ablief. Das ist das. Diese Jungs, die hatten der getauft den motorisierten Kindergarten. Ganz kurz, der motorisierte Kindergarten war also diese Hilfstruppe, so junge Männer, höchstens 25 mit ganz dicken Autos und die haben mich damals ständig gefragt, was ich für ein Auto fahre. Und dann habe ich gedacht, naja, ich sag denen, was ich fahre. Ich habe gesagt, ein VW. Dann sagten die, ja, ein VW Porsche. Damals gab es doch diesen 914, ja. Und dann haben die ständig auf diesem 914 rumgehackt und absolut nicht kapiert, dass ich einen Käfer gefahren habe. Und deshalb habe ich diese Jungs wahnsinnig gut in Erinnerung, aber sie waren unheimlich hilfsbereit. Ja. Aber sie konnten sich nicht vorstellen, wie jemand zwischen 20 und 30 keinen Porsche fährt. Ja, ja. Was wurde denn eigentlich diesen ganzen Porsche-Fahrern geboten, als die da waren? Ich habe gelesen von einer großen Party. Da können wir den Herrn Klinge fragen. Oh ja. Der war dabei, der hat mitgemacht. Vorne, ich weiß es nämlich nicht. Ja, wir nehmen das Mikro. Genau. Uns ist da nicht viel geboten worden. Doch, es war ihm die Sensation, dabei zu sein, also zu fahren. Ich habe ja heute Abend schon einmal erklärt, eins, was mir wirklich noch gut in Erinnerung ist, wir haben ein paar Mark Spesen gekriegt. Und das Zimmer war voller Schnapsflaschen. Große Party, habe ich gehört. Ja. Es gab einen Abend. Nein, es war auch ganz nett. Wir waren ja auch abends noch zusammen unterwegs. Ja. Aber die Fahrerei war das Tollste, das muss ich schon sagen. Es war eine eingeschworene Gemeinschaft, gell? Den Dreharbeiten. So habe ich das viele kannten sich ja schon ein bisschen und manche natürlich nicht. Ja. Aber das dichte Aufhaben, wie der Herr Buhrmann vorher schon gesagt hat, das war ja das Schlimmste. Der Kopfsteinpflaster und dann, wir sind ja nicht gerade 30 gefahren. Wie schnell war es denn? Nein, wir sind 120 bis 150 gefahren. Auf dem Champs-Élysées? Ja. Also da hätte ja alles weg sein können. Und da mussten wir immer auch ganz dicht zusammenbleiben, sonst wäre hier wieder jemand dazwischen, ne?
Und es war nicht der Einzige, der da gegen den Pfahl gefahren ist. Vor mir der Kollege aus der Schweiz, der hat mir so schön einen rausgedrückt. Der hatte den Mut, da drauf zu halten. Das hätte ich nicht gemacht, aber naja. Wie haben Sie davon erfahren, wenn ich fragen darf? Durch Herrn Burmann. Mhm. Okay, und wie wurden Sie vor Ort angeleitet? Also wie war das dann? Gab es da so eine eigene quasi Regie für die Porsche-Fahrer auf dem Champs-Élysées? Naja, wir waren erst im Hotel alle zusammen und wurden kurz aufgeklärt, was überhaupt unsere Aufgabe ist. Ja. Das heißt, theoretisch früh ins Bett, früh raus. Schnapsflaschen. Ja. Weil wir ja schon um 3 wirklich gedreht haben, bis morgens, bis hell war. 3 Uhr morgens. Ja. Und dann immer da rauf und runter. Dann haben wir uns unten wieder gesammelt, weil doch so ein paar Mal ein bisschen abgerissen ist. Und dann war die nächste Kutsche. Wow. Das war schon okay, ja. Also einige, die dabei waren, möchten das ja sehr, sehr gerne wiederholen. Ja. Also ich habe schon die ersten Anmeldungen dafür. Ja. Weiß, der Filmdreh fehlt noch. Der Filmdreh fehlt und weiß die Stadt Paris schon davon. Also eins weiß ich, melde mich dazu nicht mehr. Sehr gut. Gibt es noch weitere Fragen oder Kommentare von Ihrer Seite? Ja, hier vorne. Nehmen Sie Wanze aufs Mikrofon. Können Sie es mal durchgeben gerade? Wir Wanze, weil wir zeichnen es mit auf, deswegen wäre es ganz nett. So eine kurze Frage, wie es dazu kommt, dass in dieser besagten Szene gerade ein Porsche mit offenbarer Kennzeichen so präsent dargestellt wird. Ja, Schicksal. Klar. Wirklich Zufall? Nein, das war einer, der tatsächlich hier aus Offenbach stammte. Ja, klar, das war ein Kunde von mir. Und zwar ist das also ja so gewesen, in dem Lager waren ja Neuwagen. Und die Italiener, die sie geklaut haben, haben Kennzeichen mitgebracht. Und da war jedes Kennzeichen eigentlich egal. Die konnten mit ihren Originalkennzeichen fahren. Mussten Deutsche sein. Ja. Wie hat denn Porsche hinterher darauf reagiert? Tja. Ja gut, Porsche hat sich am Anfang geweigert, überhaupt nur ein Auto daran zu stellen. Genau. Aber als ich nachts um 3 mal aus dem Auto ausstieg, habe ich plötzlich am Triumphbogen auf dem Bürgersteig ein Porsche-Mitarbeiter getroffen, den ich sehr gut kannte, aus dem Werk 1 bei Porsche. Der hatte davon erfahren, oder wie? Nein, der wurde geschickt, um einfach mal etwas Werkspionage zu machen. Ja. Was da er eigentlich, hieß Fischer. Das war unser Fischer, ja. Also da muss ich sagen, da bin ich fast auf den Rücken gefallen, als ich steig aus und sag, Gott sei Dank ist das jetzt vorbei, guck mich um und da steht der Leiter vom Werk 1 bei Porsche vor mir. Das war also nicht schlecht. Der gehörte nicht zum Team, nicht zum Minau, das hatte nichts damit zu tun. Haben die sich bei Ihnen nochmal gemeldet? Nein, ich habe später zum Zwecke von Finanzierungsüberlegungen einer neuen Version, ja, mal mit dem Herrn Wedekind korrespondiert. Das kannte er den Film, wäre die Frage. Ich gehe davon aus, dass er ihn kannte. Das hat dann ein Fachmann seiner Presseabteilung auch beantwortet noch. Also ich habe mich dahin gewendet, ohne Ergebnis. Sie hatten damals das einzige, als Geste, noch ein zweites Plakat hergestellt. Das ist alles. Ja, ja. Aber das war eine andere Zeit. Da gab es noch dieses Sponsoring oder Produktfinanzieren in Filmen noch nicht. Es war noch verboten sogar, richtig? Ja gut, aber mir hier? Ist es trotzdem gelungen, die Firma Clarion da unterzubringen. Ja, das war ja auch ihr Geschick, nicht? Oder? Ja. Ja, also wenn das kein Product Placement ist, dann weiß ich es nicht. Es war aber verboten. Sehr gut. Ja gut, aber es war damals auch so, dass, das war die Ausgeburt des Luxus und das Modernste, was es gab. Ja. Und man muss sich heute vorstellen, kurz vor der Zeit, als ich mit diesen Sachen anfing, da waren Maximum im Auto 2x4 Watt in der Oberklasse. Ja. Und ich habe dann angefangen, und das hat der Helmut Calais in seinem TT1 zuerst, ich habe Heimboxen integriert in die Heckablage im Porsche, um überhaupt auf 2x20 Watt zu kommen. Ja. Und da... Ja, eben 2x20. Und da muss ich sagen, das war damals eben eine Sensation, über die in der ganzen Presse berichtet wurde, denn die Automobilindustrie hatte das gar nicht zur Verfügung. Ja. Das waren die Heimboxen. Dieses große... Da sind 960 Watt inzwischen. Dieses großartige Kassettendeck, darüber müssen wir jetzt auch noch sprechen, ganz am Anfang.
Das ist ja was Spektakuläres. Heute wirkt das ja wie aus einer völlig anderen Zeit. Die ganzen jungen Leute kennen die Kassetten gar nicht mehr. Kind meines Sohnes sagt dann, was ist denn das, der Walkman, noch nie gehört. Da ist das völlig verschwunden, aber auch diese Kassettenboxen waren eigentlich für das Heimaufbewahrung gedacht, nicht fürs Auto. Und die haben wir dann ins Armaturenbrett integriert. Das heißt, es gab keinerlei technische Lösung für diese Sachen, die Automobilindustrie angeboten hat. Und das war die Marktlücke, in die wir gegangen sind. Ja, dann kamen Sie. Ja. Ja. Da, Sie haben, glaube ich, noch eine Frage, oder? Sie haben das Mikrofon. Ich halte nur das Mikrofon. Sehr gut. Gibt es weitere Anmerkungen oder Fragen? Ja, hier, waren Sie aufs Mikro kurz. Also vielleicht doch mal, also Menschen, die genauso gerne Auto fahren, wie sie in Xino gehen, erinnern sich bei diesem Porsche in Paris an diesen Kultkurzfilm von Claude Lelouch, wo praktisch, den kennen Sie, also da rast dann morgens ein Mercedes mit Ferrari-Sound, angeblich Jacques Lafitte am Lenkrad, um eine Frau abzuholen. Also kennen Sie, das ist ein bisschen inspiriert wahrscheinlich dazu. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Das ist ja auch ein Zitat, wenn man so will, ja. Also für mich sind da viele Zitate, ja, der Filmgeschichte auch. Nicht, dass überhaupt den, zum Beispiel? Den Eddie Constantin zu engagieren. Ja? Ja. Ich war als Student, habe ich im Arikino in München die Nachtvorstellung besucht um 11 Uhr. Das war Kult auch. Ja? Mm. Da wurden Eddie Constantin-Filme gezeigt. Ja? Und da brachten die Leute eine Geige mit oder eine Oboe oder so. Ja? Und haben speziell noch Musik dazu gemacht. Lauf zum laufenden Film und Dialoge gesprochen. Zum Beispiel, Eddie ist in so einem Quadrat, in einem Bunker und es fließt Wasser rein und es wird immer mehr Wasser und das schreit das ganze Publikum, Eddie, trink. Ja, so haben wir doch Filme geguckt früher. Und das ist der das Protokoll aufnimmt am Anfang, als der Regenbogen-Porsche geklaut wird. Ja. Also das ist Filmgeschichte. Ja, und das Ding ist, darum auch Adolfo Celi, der ist als Fireball, James Bond. Fireball, genau. Ja, das kniet man doch nieder vor solchen Leuten. Absolut. Darf ich eine Geschichte von Michel Galabru erzählen? Ja. Wir machten Louis de Funès. Ja, und Käfig voller Narren. Ne? Ein großartiger Mann. Wir machten zusammen mit seiner Frau, er und ich, in einem Rolls-Royce eine Premierenfahrt. Ne? So von, wir sind nach Hof gefahren und dort. Und das habt ihr wahrscheinlich auch schon bei den Dreharbeiten gemerkt, der Michel hat mir gestanden, dass er ein Aschenbecher-Fetischist ist. Ja, er klaut immer Aschenbecher. Und bei jedem Abendessen, was ich so gehabt habe, auch in Cannes, habe ich denn schon immer, weil es mir peinlich war, wenn es hinterher, ja, fehlte denn so ein teurer Aschenbecher. Das war übrigens der Thibaut, das nur so nebenbei. Ja, dann habe ich das vorher bezahlt, ja, und habe ihm das einpacken lassen. Ja. Aber das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Da sagt er, hallo, dann doch bitte kein Bezahlten. Ja. Ja, auch ein bisschen in Erinnerung an ihn haben wir den Film gezeigt. Er ist im Januar verstorben, im Alter von 93 Jahren. Hat allerdings bis letztes Jahr noch gedreht. Also insofern, man kann ganz viele Filme. Noch eine kleine Geschichte. Wir übernachteten auf dieser Reise in einem geschlossenen Hotel, was nur für uns offen hatte und Service gleich null. Er geht mit seiner Frau in seine Suite und ich in meine und plötzlich klopft es bei mir, es war nachts schon, klopft es und dann ist Michel, sagt, Lothar, ich brauche ein Plümeau. Da sage ich, ja, ich schlafe ja ohnehin alleine, nimmst du das vom Nebenbett. Ich gebe ihm dieses so ein dickes Plümeau, sag, bitte. Er ist weg und nach 5 bis 10 Minuten kommt er wieder und sagt, Lothar, hast du noch ein Plümeau? Ja, was machst du denn mit den Plümeaus? Ja, sagt er, meine Frau, die muss man wissen, dass sie ungefähr so breit war. Ja, eine Herzensgute. Da sagt er, ja, meine Frau, die schläft sonst nicht so gut. Ja, da sage ich, aber das kann 3, 4 Plümeaus, wie denn? Ja, sagt er, ich mache die Plümeaus übereinander und dann springt sie oben drauf. So viel zu dem Eheleben von Michel Galabru. Nicht schlecht. Mit was für Fahrzeugen sind die Teammitglieder denn eigentlich gefahren worden?
Das ist ja ein großer Kontrast wahrscheinlich gewesen. Ja, weiß ich gar nicht mehr. Wir haben auch teilweise die Spielautos zum Transport benutzt. Ja, ja. Schön. Ja, ja. Ich nenne sie Spielautos, ja. Sehr gut. Sie hatten auch gerade noch ein bisschen über diese Anspielung in der Filmgeschichte gesprochen. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen über die Kamera reden, weil ich finde die auch wirklich Gernot sehr gelungen. Roll, ja. Gernot Roll, ja. Der wirklich direkt nach Carnapping von Edgar Reitz genommen wird, um Heimat zu drehen. Ja. Diese Serie, über die Stanley Kubrick sagte, das ist im Grunde das, was in der Literatur Faust von Goethe oder Hamlet von Shakespeare ist. Ja. Wie haben Sie mit ihm gearbeitet? Können Sie sich daran erinnern? Gernot ist ein begnadeter Künstler. Ja, absolut. Gernot Roll ist einer der führenden deutschen Kammerleute. Ballhaus kommt dort noch höher, aber das liegt auch nur an so. Und ich habe ja heute von unserem Vorführer gehört, dass unser Film nach Sichtung und Test zwar ein bisschen Farbverluste hat, verlustig wurde, aber von brillanter Schärfe ist. Ja. Ja, und das ist auch eben ein Qualitätssignal für der Gernot ist eben besonders. Das ist nicht selbstverständlich. Nein. Es gibt auch blinde Kameraleute. Ja. Ja. Zuhauf. Besonders in den 80ern. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Ja, ganz oben. Hans-Peter kommt zu Ihnen. Ja, oder solche, die das als Kunstform nehmen, ja, plötzlich das Wackeln anzufangen. Mhm. Ja. Und die Unschärfe zu fahren, das ist denn so die Kunstform. Ja, nochmal eine Frage an den Rainer. Kannst du irgendwas sagen, wo der CW 311 geblieben ist? Da gibt es ja viele Legenden, wo der sich angeblich befindet, ob es ihn überhaupt noch gibt. Also geben wird es ihn sicherlich noch, aber weißt du da genaueres? Das war so gut. Ich habe ihn dabei. Ein 1:1 Modell, mit dem man fahren kann. Super. Den gibt es jetzt seit 2 Monaten als Modell in der Größe 1:18. Ja. Aber das Original habe ich damals an einen Händler in Singapur, einen Porsche-Händler aus Singapur verkauft, der mir dann damals unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit gesagt hat, dass er nur vorgeschickt ist von dem Sultan von Brunei. Der wollte nicht, dass er damit gleich in Verbindung gebracht wird. Der hat das Auto über das Titelblatt von Road and Track in den USA gesehen, hat die Geschichte gelesen und wollte dieses Auto haben. Und er kam dann aus Singapur und wie das dann so ist, sagt er, wir brauchen nicht lang über Geld zu reden, bei meinem Kunden sagen sie, was sie kriegen, und dann ist das Geschäft gelaufen. Wie viel war es, wird gefragt. Schweigen. Sehr gut. Das wahrscheinlich hat er auch diese Verschwiegenheits... Unter 4 Augen nachher. Aber das vielleicht als kleines Bonbon noch, wenn Sie bis zum Schluss ausharren, es ist nicht mehr lange bis dahin. Dieses Fahrzeug ist noch in einem weiteren Film vorgekommen. Und zwar in diesem grandios schlechten Titel Mooncracker, der gedreht wurde zum Teil in der Frankfurter Hauptwache. Und zwar soll das eine Mondlandschaft darstellen, als die unterirdischen Geschäfte noch nicht drin waren und die Rolltreppe und sowas noch nicht dabei war. Herr Buchmann war so nett, uns diesen Ausschnitt mitzubringen, und den würden wir Ihnen dann noch als Rausschmeißer sozusagen einmal präsentieren, ganz kurz. Ja, und dann möchte ich noch mal erinnern, wer jetzt noch Lust hat, ich habe gesagt, es können 25, 30 Leute noch mitgehen. In der Schweizer Straße Nummer 21 gibt es die Bar Veritas, da gibt es noch Tapas. Wer da weitere Gespräche oder Hintergrundgespräche machen will, können wir uns gerne dort nochmal sehen. Es gibt ja nichts Besseres als Veritas in dem Fall. Und eins noch, ich bitte doch mal die ehemaligen Mitarbeiter, die heute da sind, aufzustehen, dass die sich noch untereinander wiedererkennen, denn die haben sich ja auch 30 Jahre nicht gesehen. Ja, ja. Dann stehen Sie doch einmal auf gerade und einen Applaus mal. So. Ein toller Abend, wo sich viele Leute wieder treffen. Die weiteren sind im Urlaub, die fehlen entschuldigt. So. Ich habe noch, Eine kurze Bemerkung bezogen auf den Käufer des CW 311. Der hat Carnapping auch gesehen. Ja. Weil der hätte dieses ganze Geheimnistuerei nicht gemacht, wenn er den Film nicht gesehen hätte. Denn zu der Zeit, als er ihn kaufte, war der Harry König schon wieder frei.
Ja, ich habe noch eine Frage, auch aus persönlichem Interesse, weil wir als Deutsches Filminstitut das, den Nachlass von Kurt Jürgens in unserem Archiv, unser Eigenwissen, das Ganze ist übrigens inzwischen digital zugänglich, also wenn Sie googeln Kurt Jürgens und Deutsches Filmmuseum, können Sie da selbst drin stöbern, ganz interessant. Er wird hier ja erwähnt, er wird hier eingeladen und kommt dann nicht. Hat er sich im Nachhinein irgendwie mal gemeldet auf diesen Film? Ja, wir haben Kontakt, ja. Mögen Sie uns dazu was erzählen? Ach nein. Also ich empfehle das Veritas, da kommt vielleicht noch mehr Wahrheit ans Licht. Und ansonsten, bevor wir jetzt diesen Filmausschnitt aus Mooncracker noch zeigen, sage ich ganz herzlichen Dank für diesen großartigen Abend. Rainer Buchmann und Lothar Krischer. Dankeschön. Das ist die Frau Juncker vom Hessischen Rundfunk. Ja, das ist aber schön. Die Frau Juncker hat übrigens dafür gesorgt, dass hier aus dem Archiv des Hessischen Rundfunks diese 35mm Kopie gebracht, wo er gebracht wurde. Wunderbar. Jetzt Mooncracker. Ich meine, wer das nochmal irgendwo angucken will, ich habe das auf YouTube und da können Sie gerne nochmal gucken oder schreiben Sie mir über die E-Mail-Adresse im Internet, in Facebook, bb-frankfurt, finden Sie mich auch. Es gibt da drei Gruppen, einmal die BB Buchmann und Buchmann Gruppe, einmal bb-buchmann und an drei Stellen finden Sie mich mit auch den verschiedenen Videos. Danke. Das machen wir. Vielen Dank, Rainer Buchmann, und Ihnen einen schönen Nachhauseweg. Bis bald im Filmmuseum. Dankeschön.